Hey Leute, euer Gerhard ist hier und willkommen zurück zum Let's Play zur Skyrim Special Edition auf der Xbox One. Und wir sind zurück mit der wilden Hilde, sind gerade in dem ersten Dungeon entkommen und ihr seht vielleicht schon, ich habe noch eine kleine neue Mod installiert und zwar realistische Augen. Deswegen sehen unsere Augen jetzt ein bisschen besser aus. Und noch ein paar andere Mods, die werde ich euch so der Reihe nach zeigen. Und ich will noch auf zwei Dinge eingehen. Gleich vorab, und zwar beim letzten Mal haben wir einen ziemlichen Fail gehabt. Ich habe im Gefängnis oder in diesem einen Käfig die Magierrobe nicht mitgenommen, was nicht geplant war. Also es war wirklich ein Fail. Das haben einige gemerkt in den Kommentaren, wie ich mitbekommen habe. Vor allem ich knack noch das Schloss, schnapp mir noch das Magierbuch und die Tränke oder was da drin war und das Gold und lass einfach die Magierrobe liegen. Total bescheuert, keine Ahnung, was mit mir da abging, aber voll verpeilt irgendwie. Ja, verzeiht es mir, falls es noch öfters passiert, dass man so offensichtliche Dinge durchgehen. Das passiert hier und da mal. Ja, dann noch was, was ich installiert habe. Also ich werde jetzt nicht jedes Mal zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt noch einige Mods draufgeschmissen. Sonst hängen wir anfangs immer ewig im Mod-Menü. Vielleicht kann man das hier ganz gut sehen. Das ist noch eine Grafikmod, die die Distanz der Bäume, die angezeigt werden, erhöht. Deswegen sehen wir ganz da hinten noch in der Ferne Bäume. Also die Sichtdistanz ist unberührt, aber wir sehen mehr Bäume auf der Distanz, was die Immersion noch mal ein bisschen steigern soll. So, und wie ihr seht, ich habe mir jetzt doch mal kurz die Rüstung angezogen, weil wir müssen uns gleich mal ein bisschen fetzen. Und ich überlege gerade, haben wir eigentlich schon. Ach so, hier seht ihr noch was. Ich habe zwei Cheats, also zwei Cheats sauber aktiviert. Entschuldigung, musste mal einen Schluck trinken. Und das ist eine davon. Das werden wir uns nachher nochmal kurz angucken. Als allererstes werden wir uns aber darum kümmern, dass ich mal ein vernünftiges Magier-Outfit bekomme. Das könnte jetzt ein bisschen risky werden. Na, wobei noch läuft's gut. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Der Rest denn da hinten irgendwo? Ihr werdet noch. So, da haben wir schon mal die erste Robe. Magie regeneriert 75% schneller. Ich denke mal, den Weg, den ich gehe, das machen die meisten so am Anfang, die das Spiel mehrmals gespielt haben. Einfach erstmal hier die Banditen platt machen und. Die meisten wissen schon, was kommt. Jetzt latschen wir hier hoch. Und holen uns eine schmucke Talmarobe. Und ich hatte gerade voll den Slowdown. Das hatte ich in der Vanilla-Version noch nicht. Also durch die ganzen Grafikmods kann es mal sein, dass die Framerate vielleicht ein bisschen runtergeht. So. Das passt mir gerade ziemlich gut, dass Zerstörungszauber 12% weniger kosten, einwandfrei. Und wir haben ein passendes Outfit für unsere Rasse, ein Talmor-Outfit für unsere Hochelfin.
Also wir sollten noch mal an unseren Proportionen arbeiten, bin ich auch der Meinung. Das habe ich auch in einigen Kommentaren gesehen. Ach ja, und was ich auch gelesen habe in den Kommentaren, dass der Ingame-Sound euch zu leise war. Den habe ich jetzt etwas hochgedreht. Ich hoffe, es ist besser. Falls es immer noch nicht besser sein sollte, schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Aber wartet am besten erstmal, bis wir auf NPCs treffen, die mit uns reden. Weil das wäre natürlich wichtig, dass er das dann natürlich entsprechend hört. Mensch, Talos. So. Nachdem wir das erledigt haben, wir sollten jetzt langsam mal zu drei recht bekannten Schreinen. Schreinen. Steinen. Und wir können auch wieder was an unseren Proportionen ändern, denn wir haben ja dafür das Cheat-Menü, was ich euch nachher mal zeige. Da hatte ich schon mal reingeguckt. Also nicht mit dem Charakter, ich habe ja noch so einen Test-Charakter für Mods. Moment. Immer schön Blumen pflücken für die Alchemie. Und wir nehmen natürlich den Magierstein, ganz klar, als Magier ist die Wahl nur logisch. Jetzt machen wir uns erstmal auf nach Flusswald. Ach ja, und ich habe noch eine neue Wassertexturen-Mod installiert. Schauen wir uns das doch mal an, wie das Wasser aussieht. Tatsächlich besser. Es ist ja schon eh verbessert worden in der Special Edition auf Xbox One, PS4 und PC, aber jetzt mit dieser Mod sieht das Wasser nochmal realistischer aus. Also es ist mehr so Schaum und mehr Wellen und das Wasser würde realistischer fließen, an Kanten vorbei und so weiter. Ja, hier kann man es auf jeden Fall nochmal deutlich sehen. Ist echt hübsch. Und ein. Oh, ein Elch ist durchs Wasser gekommen. Ist mal auf der Jagd und schon kommen hier Wölfe. Ja, die machen wir ganz weg. Warum hatte dieser Wolf Gold dabei? Muss weiterhin das Wasser bewundern. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ziemlich erstaunt, was gerade so an Grafikmods rauskommt. Das finde ich halt cool, dass du auch auf Konsole grafisch nochmal das Ganze besser machen kannst, ohne dass die Framerate jetzt merklich drunter leidet. Also wir hatten jetzt, glaube ich, zweimal einen kurzen Stotterer, aber ansonsten im Kampf oder so. Und da hat man wieder kurzen Stotterer. Kaum spricht man davon. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Sie ist eine Freundin, hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Natürlich. Nehmt euch, was ihr braucht. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? So, das ist alles gratis für uns. Wir nehmen mal alles mit, komm. Dankeschön. Was? Ein Drache in Helden?
Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter, von Süden kommend. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Ein Drache. Hier in Himmelsrand. Was ist nur los mit dieser Welt? Erst der Krieg, jetzt auch noch Drachen. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ja. So. Wir gehen gleich mal weiter. Noch eine Quest ansacken. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Kein Thema. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswaldhandelsgott... Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. So, all die Quests, damit können wir die Hauptquest und die Quest in einem Stück erledigen. Deswegen sollte man die immer mitnehmen. Und man könnte jetzt natürlich hier noch die Quest machen für diesen netten Elfen hier und dann damit gratis Bogenschießen leveln bis Level 50. Aber ich an eurer Stelle würde mich von ihm fernhalten. Ich denke mal, die meisten wissen, wie das geht. Funktioniert hier immer noch. Brauche ich jetzt nicht extra zeigen, denke ich mal. Falls es jemand nicht weiß, schreibt es in die Kommentare. Notfalls werde ich es mal im FAQ oder so dann zeigen. Hier merkt man die deutlich erhöhte Vegetation von der Special Edition hier gerade in Flusswald. Sieht sehr schick aus. Wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Wir hätten jetzt am Anfang noch diesen einen Dungeon auf der rechten Seite mitnehmen können, aber auf dem pfeifen wir jetzt mal. Ich will es ab nach White Run, Weißlauf auf Deutsch, um da mal ein bisschen voranzukommen. Und dann gucken wir mal in das Cheat-Menü, wie gesagt, was da so drin ist und wie wir unseren Charakter noch anpassen können. Ey, das Wasser ist echt schick. Ich hoffe, das kommt bei YouTube rüber und wird nicht tot gerendert, tot verarbeitet von YouTube. Puh, okay, der Bug ist weg. Ich habe vorhin schon mal ein paar Mods getestet, unter anderem diese Wassermod, und ich hatte einmal das Problem, dass mir der Wassersound hängen geblieben ist. Das heißt, ich war unter Wasser und danach habe ich immer die ganze Zeit, ich bin rumgelaufen, so einen Unterwassersound gehabt. Jetzt hatte ich Angst, ich habe das dauerhaft, wenn ich ins Wasser hüpfe, aber nee, das war wohl ein hoffentlich einmaliger Bug. So, wir müssen echt weiter. Die ganze Zeit immer die Schönheit dieses Spiels einsammeln. Ja, von der Hauptpunkt ist, warum ich nach Weißlauf will, ist, ich will zum Hofzauberer und uns da ein paar Zauber kaufen. Apropos. Wir deppen. Ach, egal. Ich hätte noch mal ein Zeug verticken sollen, aber das machen wir dann in Weißlauf. Quest ist aktiv, alles gut. Ja, und wenn es nachher Nacht werden sollte, werdet ihr auch noch bemerken, dass ich noch eine weitere Mod aktiv habe, die die Nacht betrifft.
könnte unter Umständen eine Mod werden, die ich wieder runterschmeiße, je nachdem, ob es uns auf den Sack geht oder ob das bei YouTube eventuell nicht so gut rüberkommt. Wir werden es mal abwarten. Vielleicht taugt es uns ja auch auf Dauer. Ist auf jeden Fall eine Mod, die die Immersion auch nochmal ziemlich steigert, meiner Meinung nach. So, erstmal hier den Riesenblatt. Ich habe sie wohl verscheucht. Ihr seht stark aus. Kommt nach Jorasta. Ihr schlaft euch wacker. Aus euch könnte noch eine anständige Schildschwester werden. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ich bin es leid, den ganzen Tag nur zu reden. So. Ja, eigentlich braucht man gar nicht so viel Pflanzen. Ich will jetzt nicht vorwiegend auf Alchemie gehen. Aber ist so eine alte Angewohnheit von mir, dass ich jeden Scheiß aufsammle, den ich sehe am Wegesrand. So, es ist aber auch mal wieder gut hier. Komm, die gehen noch. Ach ja, eben. Wir haben ja die Mod installiert, Open Cities. Soll heißen, wir müssten jetzt eigentlich da reinkommen ohne Ladezeit. Schauen wir mal. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Ja, jetzt stell dich nicht so an. Amtlicher Genehmigung. Was? Tretet beiseite, sonst. Ihr könnt es mit der gesamten Stadtwache von Weißlauf aufnehmen. Das Tor bleibt verschlossen. Es war klar, dass es nicht klappt. Okay, dann halt hier. Na schön. Überreden. Aber wir behalten euch im Auge. Und es ist mir noch nie passiert, noch nie, dass das Überreden nicht klappt. Das heißt, der kann mal seine Redekunst immer direkt mal um Level up kriegen. Lichtstimmung gefällt mir gerade, dann gucken wir mal herein. Und tada, Open City Skyrim. Mann, ist die Mod geil. So ein kleines Feature, was so viel zur Immersion einfach beiträgt, finde ich. Das heißt, wir können hier auch mit dem Pferd dann reinreiten, wenn wir Bock haben und so. Richtig cool. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Wir brauchen unbedingt eine Fackel, wenn es Nacht wird. Denn die Mod, die ich da installiert habe in der Nacht, ist, ja, es ist wirklich stockduster. Und wir brauchen eine Lichtquelle. Und soweit ich weiß, Veränderungen haben wir, ne, haben wir noch keinen Zauber, passenderweise. Gut, wenn wir keine Fackel bekommen, schauen wir mal, ob wir uns den Kerzenschein-Zauber bekommen. Beim Hofmagier. Mit Banditen? So, vorher quatschen wir mal ganz kurz mit Jarl. Jarl, wenn wir nicht aufgehalten werden. Ruf empfängt keine Besucher. Ich bin der Ansicht, wir brauchen noch mehr Informationen, bevor wir handeln sollten. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit.
Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Die Kaiserlichen wollten gerade Ulfric Sturmwandel hinrichten, da griff der Drache an. Ich hätte ahnen müssen, dass Ulfric darin verwickelt ist. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Oh, wie geil. Dieser Drache sich in den Bergen. Fällt euch was auf? Na? Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrics Seite schlagen und ihn angreifen werden. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das ist geblieben, Irilet. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt noch mehr sich mit Gelaber. Einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Das war eine unserer Mods, dass die Charaktere passende Kleidung anhaben. Denn die Dunkelelfin, die Dunmer-Tante vom netten Jarl Balgruuf, die hatte jetzt eine passende Rüstung an, was sie normalerweise nicht hat. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu. Besucht ihr die Drachenfeste um... Ach, wirklich? So, wir skippen ja, mal hier ein bisschen, das kennt ihr ja alle, denke ich mal. Ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Stadt... Sagt mir einfach, was ich für euch tun soll. Abenteuer zu beginnen. Wunderbar. Je früher... Ich, die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer. Ja, machen wir, alles gut. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Wird gemacht. Und ich dachte, ihr werdet schon auf Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Wir brauchen es so schnell wie möglich. So. Ach shit, wir haben jetzt noch viel zu wenig Kohle. Ah, das ist einer von den neuen Zaubersprüchen. Das sollten wir auf jeden Fall auch ausprobieren, aber wir brauchen unbedingt... Wir brauchen unbedingt den Zauberkerzenschein. Den jetzt hier zu finden, ich schau jetzt mal, wie viel Zauber hier angeboten werden. Ach du dicke Scheiße. Ach du dicke Kacke. Was war das? Holy fuck. Da ist Kerzenschein. Wenn ihr die entsprechende Begabung okay. habt, solltet ihr die Akademie der Magier... Wir gehen erstmal zum Schmied und verticken noch mehr Zeug, dann können wir uns Kerzenschein leisten. Und dann gucken wir uns mal kurz das Cheat-Menü an und damit werden wir dann auch die Folge beenden. Das heißt, heute ohne... Allzu viel haben wir jetzt dann noch nicht erreicht. Aber wir schauen dann mal, dass wir einen Dungeon angehen beim nächsten Mal. Apropos, ich habe auch noch eine Mod hinzugefügt, die nochmal, weiß ich, wie viele neue Dungeons in das Spiel hinzufügt. Bin ich mal gespannt, wo wir die finden.
Das heißt, da können wir auch mal neue Abenteuer auch erleben, wer jetzt jeden Dungeon in- und auswendig kennt. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, dass in der ganzen Welt einfach nochmal neue Dungeons hinzukommen. Und es wird langsam Nacht. So, das Wichtigste ist eigentlich, wenn ihr shoppen geht, also was verkauft oder kauft, wissen, denke ich, auch die meisten, immer zu einem Bettler. Meine Dame. Oh, vielen Dank. Mögen ein Goldstück Sie geben. Euer gütiges Herz. Und dann kriegt man die Fähigkeit. Na, wo ist er denn? Hier ist er. The Gift of Charity. Und das steigert unsere Redekunst um 10. Und damit können wir teurer verkaufen und günstiger einkaufen. So, und es wird langsam Nacht. Das ist aber nicht so toll, wenn wir einkaufen wollen. Der Jarl hat zugestimmt, euch zurück nach Fluss. Das heißt, wir warten einfach wieder, bis Tag ist. Gucken, Moment. So, 12 Uhr. Gucken uns jetzt aber diese Mod mal an. Und es ist wirklich deutlich dunkler. Noch nicht stockduster, einfach weil halt bei den ganzen Häusern Lichter brennen. Aber ich finde atmosphärisch, von Atmosphäre macht es einiges aus, dass in der Nacht halt wirklich düster ist. Und es gab zwei Versionen von der Mod. Und das ist die Version, die nicht ganz so düster ist. Es gibt noch eine, wo es wirklich rappenzappel düster ist. Also da seht ihr wirklich die Hand vor Augen nicht. Wir können ja mal ganz kurz nach draußen gucken. Überleg gerade, ob man vielleicht die andere Version, die komplett dunkel ist, auch mal installieren sollten. Weil mir fällt gerade so auf, ja, man sieht trotzdem noch, ja, ein ganzes Stück, ne? Aber trotzdem deutlich dunkler als Vanilla Skyrim. Ich hätte gerne diese Fackel. Egal. So. Wo ist der Schmied meines Vertrauens? Ah, da ist er doch. Ah, fuck. Ah, puh. Zählt noch. Drinnen gibt es noch mehr. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Könnten wir eigentlich auch entzaubern, aber pfeift drauf, wir brauchen Kohle. Den Bogen behalten wir mal, wer weiß, wann wir den brauchen. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls dann machen wir mal unsere Wolfspelze zu Leder. Und jetzt können wir uns, ich guck gerade mal, ja, 504 Gold, wir können uns Kerzen scheinen und schauen wir mal, vielleicht noch andere Zauber leisten. Ich würde ja gerne mal einen von diesen neuen Zaubern testen, zum Beispiel so einen Erdzauber oder mal gucken, was es noch so gibt. Apropos, weil auch immer einige fragen, ja, welche Mods gehen denn für die PlayStation 4, weil wir auf einer Xbox One spielen, wo einfach mehr Mods möglich sind. Diese Mod mit den mehr Zaubersprüchen, die sind 360 oder so, 9 Zaubersprüchen, die geht auch auf der PS4. Nicht ganz so umfangreich, statt 360 sind es da, glaube ich, 320 neue Zaubersprüche, weil einfach ein paar externe Assets verwendet haben. Die musste der Mod-Ersteller also rausnehmen für die PlayStation 4-Variante. Aber sind immer noch beachtliche 320 neue Zaubersprüche. Also hallo, richtig ordentlich. Und wer, wenn die mal testen und die was taugen, kann ich ihm empfehlen, ladet euch die mal runter. Was macht ihr denn noch hier? Der Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können.
Boah, das zu finden. Okay, das ist wirklich saunervig dann. Es ist zwar cool, so viel Zaubersprüche zu haben, aber man findet die einfach nicht. Ah, da war er. So. 374 Gold. Was kriegen wir dafür Schönes? Als neue Beschwörungszauber hier. Explosion war das gerade. Was ist das hier? Okay, das kennen wir schon. Darkness Telekinetic. Devastated Target for 10 Damage, okay. Hier, wir nehmen so ein Earth-Ding. Earth Touch oder Earth Telekinetic. Was nehmen wir denn da? Oder was gibt es noch? Komm, wir nehmen das hier. Und Anspruch können wir uns noch leisten. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dass wir die mal erlernen. Hoppala. Ich bin schon sehr gespannt. Die werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Quest einsetzen. Hügelgrab mit euch. Der Jarl ist ein ungeduldiger Mann. Komm, wir testen es mal kurz und laden dann wieder rein. Okay, das ist Wasser. Ed. Den. Holy fuck. So, diesen Erdspruch habe ich jetzt aber noch nicht ganz geblickt. Habe ich mir die Beschreibung irgendwie falsch durchgelesen? Diese Geheimbesucher in der Taverne machen euch zu einem Leichen. Schauen wir mal. Oh. Hilfe! Do something. Achso, na gut. Also, naja. Optisch ist er jetzt ein bisschen lau, ne? Also er macht Damage. Aber nicht gerade stark. Da gefällt mir das Wasserding schon wesentlich geiler. Ich kann gerade nicht laden. Was soll das denn jetzt hier? Jetzt. Also der Wasserspruch ist auf jeden Fall okay. Den kann man machen. Der ist bestimmt auch, wenn man den in beide Hände haut, recht lustig. Aber dieser Earth Touch, also ganz ehrlich, das war verschwendetes Geld. Mit einem Soundeffekt. So ein Abflusseffekt am Ende. Jetzt sind wir Wassermagierin. Oh, mal cool. So. Jetzt aber wieder raus hier. Und dann schauen wir uns nochmal das Cheat-Menü an. Aber vorher machen wir mal lieber ein Save, bevor wir irgendwas im Spielstand versauen. Jetzt haben wir schon wieder über eine halbe Stunde irgendwie rumgeäumelt. Moment mal, hatte ich mir auch diesen Lore-Based
diese Lore-based Ladebildschirm-Mod runtergeladen, weil den Ladebildschirm kannte ich noch gar nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles installiert habe. Könnt ihr mal sehen. So. Safe Game. So, beziehungsweise, wir gucken erstmal, es gibt einmal diesen Spruch hier. Da können wir jetzt einfach sagen, hier Wetter machen wir mal zu Sovngarde. Tada! Können auch mal sagen, Sovngarde dunkel. Sieht auch mal geil aus, ne? Wir könnten die Timescale auch verändern, das heißt, das Wetter ändert sich schneller und so weiter. Das lassen wir jetzt aber mal. So, erstmal wieder schönes Wetter und jetzt gehen wir mal ins Cheat-Menü. Ach nee, warte mal, das war gar nicht das, was ich wollte. Cheat-Teleport, genau. So, wir können jetzt in den Cheat-Room gehen. Keine Sorge, wir wollen uns keine Sachen ercheaten, wir wollen uns jetzt einfach mal angucken, was es da so gibt. Das hier ist zum Beispiel die Rüstung von dem Mod-Ersteller, die lassen wir jetzt aber mal liegen, die wollen wir nicht. Das bin ich selber, Hilfe! Sehr geil gemacht. So, hier kann man dann einfach mal ein paar Perk Points adden oder mehr Geld oder mehr Drachenseelen und so weiter. Hier sind die ganzen Schreine. Und, also hier sind die ganzen Schreine, hier sind die ganzen Steine. Die ganzen Findelsteine. Also gibt es an sich alles, was man so braucht. Genau, man kann jetzt auch hier in den Testraum kommen, der Entwickler. Der da wie folgt aussieht. Öffne den Himmelsrand. Da gucken wir jetzt zum Abschluss mal kurz durch, ob wir da irgendwie runterfallen. Genau, hier ist mir das passiert. Da bin ich ins Wasser reingelaufen, danach hatte ich nur noch diese Wassersoundeffekte, ganz schlimm. Hier können wir uns theoretisch Gegner beschwören. Oh, eine Netschkuh. Wer Morrowind oder den Dragonborn gespielt hat, Dragonborn DLC gespielt hat, kennt die Dinger. Was haben wir hier? Centurion Boss. Oh, soll ich die mit mir anlegen? Geht's selber los. Nix wie weg. Bevor wir aber durch die Tür gehen und die Episode beenden. Hilfe. Sind wir da nicht durch? Sind wir da nicht hergekommen? Ach nee, Quatsch. Auf jeden Fall gibt's in dem Raum davor, wo wir drin waren, schauen wir mal doch gleich, wenn wir öffnen, Himmelsrand drücken, was passiert. Da gibt's die Möglichkeit, das Aussehen nochmal zu verändern. Und ich glaube, da werde ich vor der nächsten Episode unsere Proportionen etwas runterschrauben, weil wir dann doch etwas zu viel auf den Hüften haben, glaube ich. Also nicht auf den Hüften, aber... Ey, what the fuck? Ah, nee, da will ich jetzt nicht hin. Und wir landen bei einer Cheater-Chest. Oh mal geil. Ach du dicke Scheiße. Um Himmels Willen. Wo sind wir überhaupt gelandet? Okay. Das ist ja mal interessant.
Aber hier spielen wir nicht weiter, sondern da, wo ich davor gespeichert habe. Das war jetzt einfach nur, um mal dieses Cheat-Menü, diese Mod zu zeigen. Und wie gesagt, wir werden es nur für so optische Sachen nutzen, wie zum Beispiel das Aussehen unseres Charakters nochmal zu verändern. Dafür ist das ja ganz brauchbar. So, sind wir schon 40 Minuten dabei. Das soll es wirklich für diese Episode gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne wieder einen Daumen nach oben dalassen. Ihr könnt wie immer gerne viel kommentieren. Mal schauen, was ich in der nächsten Folge davon aufgreife. Und schreibt mir bitte nochmal, ob der Sound dieses Mal gepasst hat. Also ob die NPCs hörbar waren, ob soweit alles passt, ob ich da noch was ändern soll, bitte schreiben. Dann werde ich das in der nächsten Folge auf jeden Fall berücksichtigen. Bis dahin, haut rein!